Liebe Studierende, herzlich willkommen zu unserer Videoreihe zum wissenschaftlichen Arbeiten. Wir machen nun weiter mit der Literaturrecherche. Und zwar ist das der Schritt, nachdem Sie Ihr Thema abgegrenzt haben, Ihr Thema definiert haben. Dann sollten Sie einsteigen mit der Literaturrecherche. Wir haben noch mal eine kleine Gliederung mitgebracht. Und zwar wollen wir einmal mit Ihnen den Prozess der Literaturrecherche besprechen und insbesondere dann noch einmal auf die Vorwärts- und Rückwärtssuche eingehen. Der Prozess der Literaturrecherche sieht wie folgt aus. Und zwar sollten Sie in einem ersten Schritt erst einmal definieren, wie groß eigentlich der Rechercheumfang sein soll. Das heißt, Sie sollten hier schon mal schauen, wie viel Literatur möchten Sie eigentlich suchen. Das sollte nicht zu viel und nicht zu wenig sein, damit Sie letzten Endes sich einmal nicht in der Literatur verlieren, aber auch sicherstellen können, dass Sie wirklich alle Themen abgedeckt haben. In einem zweiten Schritt sollten Sie nochmal die Konzeptionalisierung Ihrer Arbeit überdenken. Das heißt, welche Schlüsselwörter benötigen Sie für Ihre Literaturrecherche? Auch das sollte schon bei der Themenfindung und Abgrenzung mit erarbeitet worden sein. Der nächste Schritt, der dritte Schritt, ist dann die tatsächliche Literaturrecherche. Da finden Sie dann einzelne Werke, einzelne Artikel aus Zeitungen, Beiträge aus Sammelbändern, Bücher, Fachzeitschriften und so weiter. Und diese sollten Sie in einem nächsten Schritt dann analysieren, evaluieren und dann eventuell auch hier schon Ihre eigene Synthese draus bilden. Das heißt, dass Sie sich dann eine Meinung zu Ihrer Literatur bilden. Zum Schluss haben Sie dann ein abgeschlossenes Rechercheprogramm, mit dem Sie dann auf diesem Sie dann Ihre wissenschaftliche Arbeit aufbauen können. Wir gehen jetzt nochmal auf den Prozess in Detail ein. Ich habe einige Dinge schon genannt. Das heißt, Sie sollten verschiedene Zeitschriften aus Datenbanken zum Beispiel abrufen können. Sie können auch Datenbanken an sich recherchieren. Dazu haben wir auch noch mal ein eigenes Tutorial, welche Quellen Ihnen zur Verfügung stehen. Über die Bibliothek haben Sie verschiedene Datenbanken, auf die Sie zugreifen können. Und dann haben Sie eben auch noch die Möglichkeit, über Stichworte zu suchen und diese Stichworte insbesondere in der Vor- und Rückwärtssuche zu verwenden. Diese Stichworte, diese Schlüsselwörter sollten Sie auf jeden Fall auch schon in Ihrer Themenabgrenzung identifiziert haben. In einem nächsten Schritt sollten Sie dann diese Literatur, die Sie gefunden haben, sich genauer anschauen, anlesen. Sie müssen nicht alles sofort durchlesen, sondern ich würde Ihnen empfehlen, erstmal kurz anzulesen, das, was Sie gefunden haben, um zu schauen, wie gut passt denn letzten Endes die einzelne Quelle zu Ihrem Thema. Sie sollten da auch auf die Qualität der Quellen achten. Auch hierzu haben wir ein separates Video, was wir Ihnen zur Verfügung stellen. Kommen wir nochmal zu dem Kernelement der Literaturrecherche, und zwar ist das die Vorwärts- und Rückwärtssuche. Vorwärts- und Rückwärtssuche, ja, warum heißt das so? Und zwar geht es hier um den chronologischen Ablauf, das heißt, wann wurde eine Quelle veröffentlicht, und Rückwärtssuche richtet sich immer in die Vergangenheit, das heißt, was ist in der Vergangenheit davor veröffentlicht wurde, worauf bezieht sich diese Quelle, die ich gerade vor mir habe, was schon vorher auch veröffentlicht wurde. Dazu zeigen wir Ihnen gleich auch nochmal ein Beispiel. Da müssen Sie dann wirklich schauen, welche Quellen relevant sind, welche Sie nochmal beschaffen möchten. Das sollten nicht zu viele, nicht zu wenige sein. Und wie gesagt, Sie bewegen sich immer chronologisch rückwärts. Bei der Vorwärtssuche haben wir es genau mit dem Gegenteil zu tun. Das heißt, wir schauen, welche Quelle hat denn in Zukunft noch meine Quelle, die ich jetzt vorliegen habe, zitiert. Ist wie gesagt genau das Gleiche, nur bewegen wir uns auf einem gedachten Zeitstrahl, bewegen wir uns vorwärts. Das heißt, wir bewegen uns in die Zukunft. Und das möchten wir Ihnen beides auch nochmal an einem kleinen Beispiel zeigen. Wir haben hier das Beispiel mit dem Titel einer Arbeit, die Adoption von Mobile Payment im deutschen Einzelhandel, eine empirische Analyse. Wir haben im Video zuvor schon gezeigt, die Schlüsselwörter sind hier einmal das Thema der Adoption und dann auch noch das Mobile Payment, insbesondere im deutschen Einzelhandel. Wenn wir uns jetzt die Adoption einmal anschauen, das Schlüsselwort der Adoption, würde ich Ihnen immer empfehlen, wenn es sich gerade auch um wissenschaftliche Termini handelt,
sich erstmal ein Standardwerk zu greifen aus dem jeweiligen Bereich. Hier ist zum Beispiel der spezielle Bereich, der Bereich Marketing. Und wir haben einmal das Standardwerk von Heribert Meffert herausgegriffen, wird auch im Jargon die blaue Bibel genannt. Das ist ein Standardwerk und hier werden wir sicherlich Inhalte finden, Hinweise finden, weitere Literatur finden zu unserem Thema der Adoption. Das möchten wir Ihnen einmal ganz kurz zeigen. Und zwar können wir auf das Buch online zugreifen. Das ist sehr praktisch, weil wir können einmal hier auf Download Book gehen und laden dann einmal das gesamte Buch herunter. Und jetzt interessiert uns eben das Thema der Adoption. Von daher gebe ich das mal hier unten, drücke einmal STRG F, Adoption, gebe ich einmal ein. Und über die Suche habe ich jetzt hier die erste Nennung von Adoption und kann jetzt hier schauen, auf welche Quellen sich Meffert insbesondere beruft. In diesem Zusammenhang kann auf die Erkenntnisse der Diffusionsforschung zurückgegriffen werden, die sich mit der Adoption, in Klammern Übernahme, von Neuerungen in sozialen Systemen und ihren Bestimmungsfaktoren beschäftigt. Die Diffusionsforschung geht zurück auf die Überlegungen von Rogers 1962. Mit Rogers 1962 haben wir im Prinzip hier dann schon mal eine ältere Quelle. Das heißt, wir haben uns hier rückwärts bewegt im Vergleich zu der Veröffentlichung von Heribert Meffert. Vermutlich jetzt, ich habe gar nicht mehr nachgeschaut, jetzt in den 2000er Jahren erschienen ist. Das heißt, Rogers ist hier die Originalquelle. Wir sehen aber auch hier, dass nochmal weitere Quellen letzten Endes zitiert worden sind, sodass sie sich im Rahmen der Rückwärtssuche rückwärts bewegen können und diese ganzen Quellen auch nochmal nachschauen sollten. Eine wichtige Quelle scheint Rogers zu sein und da würde ich Ihnen empfehlen, einmal diese Quelle auch zu recherchieren, weil die eben für Ihre Recherche sehr, sehr wichtig sein könnte. Genau, Rogers Diffusion of Innovation, da kommt es schon hoch und ich würde Ihnen immer empfehlen, wenn Sie gerade das Textdokument suchen, geben Sie einfach nochmal PDF ein und schauen, was Sie bekommen. Und Sie sehen jetzt hier zum Beispiel, das ist die dritte Auflage. Das Buch hat mehrere Auflagen. Das ist auch schon ein Indiz dafür, dass das eine sehr wichtige Quelle sein kann. Und Sie haben jetzt hier eine der älteren Auflagen von Diffusion of Innovation und können jetzt hier auch ganz hervorragend den Begriff der Adoption weiter recherchieren. Das heißt, Sie können dann im Literaturverzeichnis dieser Standardwerke weiter recherchieren, welche Quellen kommen in Frage. Und Sie sollten eben diese dann auch wirklich sich einmal anschauen, um zu entscheiden, ob Sie noch weitere Quellen verwenden möchten und natürlich auch schauen, wie gut passt jetzt die Quelle zu dem, was Sie untersuchen möchten. Das heißt, Sie sollten als Startpunkt immer ein Standardwerk herausnehmen. Das können auch mehrere Standardwerke sein. Also gerade im Bereich Marketing gibt es mehrere Standardwerke, aber auch im Bereich Rechnungswesen, Controlling, gibt es ähnliche Standardwerke. Falls Sie da Fragen haben, können Sie sich gerne an unsere Bibliothek wenden oder auch an Ihre Dozentinnen und Dozenten. Sie gelangen nach und nach dann immer auf ähnliche Quellen, das heißt über die Literaturverzeichnisse der entsprechenden Bücher kann man sich dann anschauen, welche Quellen sind immer und immer wieder zitiert worden, ist dann ein Indiz dafür, dass diese Quelle durchaus wichtig sein könnte. Sie können natürlich nicht alles lesen, deshalb würde ich auch Ihnen empfehlen, immer einmal quer zu lesen, die einzelnen Werke anzulesen, um dann zu entscheiden, ob Sie diese weiter lesen möchten, ob Sie diese verwenden möchten, um zu entscheiden, gehört das nun zum Thema meiner Arbeit, was ich hier gerade lese oder eher nicht. Wie gesagt, wenn eine Quelle immer wieder auftaucht, ist es sicherlich ein Indiz dafür, dass diese Quelle sehr wichtig sein könnte für Sie. Die Vorteile der Rückwärtssuche sind sehr nachvollziehbar, das heißt, Sie können sie sehr einfach und schnell durchführen. Sie bekommen relativ schnell eine Vielzahl von Quellen, die relevant sein können und Sie können natürlich diese Recherche auch beliebig oft wiederholen mit verschiedenen Ausgangswerken, die Sie dann letzten Endes wählen.
Nachteile sind natürlich diejenigen, dass wir immer uns rückwärts bewegen. Allerdings muss man auch sagen, wir bewegen uns dann auch in Richtung Originalliteratur, die Sie auch wirklich immer zitieren sollten. Das heißt, wenn Sie was von Adoption und Diffusion zitieren, sollte auf jeden Fall immer die Originalquelle gewählt werden, die jetzt hier beispielsweise Rogers ist. Sie haben aber auch, falls es mehrere Autoren gibt, die sich mit einem Thema beschäftigen, häufig mal die Gefahr, dass sie in sogenannte Zitierkartelle gelangen, sodass sie eine Gruppe von Forschern haben, die sich immer wieder gegenseitig zitiert, sodass sie letzten Endes gar nicht außerhalb dieses Bereiches, außerhalb dieser Gruppe auch noch andere Ansichten zu einer gewissen Thematik bekommen, weil sie sich, wie gesagt, immer innerhalb eines Zitierkartells bewegen. Das heißt, da wäre es auch nochmal wichtig, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und eventuell auch nochmal die Vorwärtssuche einzubinden, auf die wir gleich nochmal eingehen werden. Genau, letzter Punkt und letzter Nachteil. Sie verlassen sich natürlich immer auf den Autor dieser Sekundärquelle, die eben dieses Standardwerk darstellt. Hier war das der Heribert Meffert, der sicherlich seine Hausaufgaben gut gemacht hat und einige Quellen zur Adoption bereitgestellt hat. Aber es mag eben auch sein, dass er einige Dinge nicht genannt hat oder auch viele aktuelle Dinge nicht berücksichtigt hat, sodass Sie sich hier eben auf diesen Autor verlassen würden. Von daher, unsere Empfehlung, machen Sie auf jeden Fall auch nochmal die Vorwärtssuche. Die möchten wir Ihnen jetzt einmal zeigen, wie diese funktioniert, auch an dem gewählten Beispiel, was wir nun haben. Und zwar haben wir jetzt unsere Originalquelle, die wir identifiziert haben. Diese war jetzt Rogers, Diffusion of Innovation, da haben wir es auch schon. Und Google Scholar ist eine wissenschaftliche Plattform, die sich letzten Endes mit allen wissenschaftlichen Beiträgen rund um dieses Thema beschäftigt und kann eben auch hervorragend für die Vorwärtssuche geeignet sein. Jetzt würde ich Ihnen empfehlen, wirklich immer diese Originalquelle auch zu suchen. Wir haben hier Diffusion of Innovation, allerdings in einer etwas höheren und neueren Auflage. Allerdings bezieht die sich in der Regel auch immer auf die Erstauflage aus dem Jahr 1963. Von daher können Sie dieses auch gerne verwenden. Und Sie sehen dann hier unten, dass diese Quelle, also dieses Buch von 77.879 weiteren Quellen zitiert worden ist. Das heißt, das sind alles Quellen, die letzten Endes nach der Erstveröffentlichung dieses Buches lagen, aus dem Originaljahr 1963. Und Sie sehen eben hier alles Quellen, die auch wiederum sich auf Rogers beziehen. Was Sie dann auch nochmal hervorragend machen können, Sie können dann auch nochmal in dieser Selektion weitersuchen, um näher an Ihr Thema heranzukommen und dieses besser einzugrenzen. Ich gehe nochmal zurück. Sie haben hier auch nochmal eine schöne Funktion, und zwar ähnliche Artikel können Sie sich hier anzeigen lassen, sodass eben zu diesem Buch Diffusion of Innovations auch noch ja, andere hilfreiche Artikel hier genannt werden. Und Sie sehen auch schon hier, vielleicht schon mal vorab, zitiert von ist auch letzten Endes immer für Sie ein Qualitätsindikator. Das heißt, wenn es eine Quelle sehr, sehr häufig zitiert wurde von anderen Quellen, heißt das eben, dass diese Quelle sehr, sehr wichtig sein mag. Und da kann man dann empfehlen, auch noch mal einen Blick reinzuwerfen. Wie gesagt, am Anfang würde ich nicht alles direkt lesen, sondern erstmal querlesen, um beurteilen zu können, ob eine Quelle letzten Endes relevant ist. Damit sind wir jetzt am Ende unseres Tutorials zur Literaturrecherche. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar Dinge hier vermitteln, die für Sie hilfreich sind, die Ihnen bei Ihrem wissenschaftlichen Arbeiten dann eine Hilfestellung dienen. Vielen Dank.